Leute, es brennt wie die Sau da hinten. Ich habe Angst. Also das ist ja nicht mehr normal. Das war schon mal. Nee, so krass war es noch nie, ey. Das ist mega krass. Aber ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Die GoPro ist ja dafür nicht so geeignet, aber what the hell? Deswegen habe ich also. Das ist die Scheiße, ne? Es ist ja ganz windig. Es ist total windig. Und also richtig, oh, voll windig. Und da hinten wohnen ja Obdachlose, ne? Die haben da so ihre kleinen Camps, gell? Ja. Rechts? Ja. Ja, die haben da ihre Camps und ja, dann die kochen da auch, machen Feuer, dies, das. Naja. Und aber schon mal beruhigt, dass es nichts anderes macht. Ja, also Feuer macht mir Angst, Gas, ne? Ihr wisst ja, ich bin so ein Angstschwein. Aber das Ding ist, fuck ey, oder haben die Krecke, Christelmess gemacht oder so, ne, das kann auch sein, ich weiß es nicht, ey, da brennt es immer wieder, ist halt so ein Feld, hier regnet es nicht oft. Und das Ding ist, wenn, da ist ein bisschen Feuer und dann kommt der Wind und das, ach, jetzt kommt ein bisschen Regen, ey, guck mal, wir sind da hier, wir sind gerade aufgewacht, ne, und jetzt seht ihr, warum passiert das immer da hinten, ne? Was machen die? Ich meine, klar, die kochen. Zigaretten schmeißen die willenlos in die Gegend. Und also hätte ich hier ein Haus, ich wäre schon auf der Flucht, weißt du. Jetzt habt ihr das mal gesehen, ey, wie ich hier rumlaufe, ne? Auf offener Straße, mein Unterholz guckt raus. Ich weiß nicht. Leilachen, komm! Das stinkt zu sehr. Das war ein Riesenfeuer und ich hoffe aber, dass es jetzt gelöscht wird. Beide Seiten verbrennt, da muss ja jemand angezündet haben, weil das geht ja nicht über die Straße, das ist der anderen Seite. Lena investigiert. Das geht nicht. Sherlock Holmes on the run. Auf der Straße war ja kein Feuer. Nee, ist schon komisch. Ja, der Wind. Nee, ein Funken. Ein Funken. Der Wind bringt einen Funken auf das vertrocknete Gras und das brennt lichterloh. Der Wind macht mich fertig. Also das Feuer da hinten haben sie gelöscht. Das ging wohl aus irgendeinem Homeless Camp von da aus. Einer hat angeblich gekocht. Also ein bisschen komisch, weil die solche Zeugen haben gesagt, sie haben da so, so auch lauten Knall gehört und so. Ne? Also ja, weil aus den, guck mal, das zeige ich euch mal. Hier seht ihr auch. Wenn man eine Lilikoi, dann kommt es so wieder raus. Das sind dann die kleinen Babypflanzen. Die kommen aus denen wieder raus. Und dann gucke ich halt. Ne? Also ich mache halt einfach so, dass ich immer genügend. Hi Lulu, guten Tag. Ich immer genügend kleine Pflanzen habe. Weil diese hier, diese prächtigen, die sind, ja, die leben so zwischen 3 und 6 Jahren. Und dann ist es vorbei und dann brauche ich ja eine neue. Und deswegen muss ich immer für Nachschub sorgen quasi. So ihr Lieben, ich muss jetzt arbeiten gehen. Oh, super anstrengend. Ne, habe ich ja schon erklärt, das ist immer so nervig. Nee, auch Uschi, weißt du, komm Uschi, komm. Uschi, komm, blöde. Blöde Kuh, was du bist. Hast du nicht... alles, was du brauchst, dann musst du wieder draußen meinen Hunden rumprovozieren. Ich musste die gestern schon in mein Schlafzimmer bringen, weil sie permanent auf die Hunde losgegangen ist. Das geht nicht. Das machen meine Nerven nicht mit. Nicht wahr, Carlos? Nicht wahr?
Naja, auf jeden Fall ist ja alles nass auf dem Boden. Was ist denn hier passiert? Das ist so eklig, ne? Guck mal, guck dir das mal an hier, ne? Also, hier. Und muss nicht denken, dass hier nicht jeden Tag gefegt wird. Guck mal. So, so sieht das hier aus. In jeder Ecke. Und die Tür ist jetzt zu, weil es geht nicht mehr, der Wind. Ich zeig euch mal hinten das Klo, wie das aussieht. Oh, der Kaffee, er duftet so. Ich will ihn. So, pass mal auf. So. Guckt euch das mal an. So sieht das hier aus. Und ich würde nicht denken, dass das hier irgendwie... nee, so ist das nicht normal. Nicht normal. Hier der ganze... Das ist... Weißt du, ich fege. Am besten, am geilsten ist noch, während ich fege, kommt dann schon so ein geiler Windstoß und... Und lässt mich noch nicht mal das alles wieder aufsammeln. So, ich brauche ein bisschen... Ich brauche ein bisschen Wäsche. Hier habe ich immer die Wäsche, ne, für die Wohnung. Ich wasche ja zu Hause. Und dann nehme ich das mit. Ja, das hier. Das sieht ganz gut aus. Den Beutel hier nehme ich mal mit. Ah. Das ist echt total ätzend, ne, wenn der Willi frei hat. Finde ich das total schlimm, arbeiten zu gehen. So, warte mal. Ich brauchte noch eine Leine. Und zwar wollte ich euch erzählen. Und zwar hatte die Lisa so ein bisschen Schlafprobleme. Ne? Ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr einen Boyfriend hattet und dann habt ihr keinen mehr. Und dann ist das alles so ein bisschen komisch, dann fühlt man sich halt nicht so sicher, ne? Beim Schlafen und so weiter. Und ja, jetzt habe ich gedacht, ey, dann nimm doch mal die Lola mit. Das ist eine super Alarmanlage, ne? Weil der Mensch ist echt so ein Gewöhnungstier. Weißt du so? Gewohnheitstier, genau. Der Mensch ist so ein Gewohnheitstier. Ach, guck mal hier. Das wirklich, ich verstehe das voll, ne? Das oh Mann, ich kriege einen Anfall. Alles fällt runter, meine ganzen Pflanzen sind im Arsch. Guck mal hier, das soll hochwachsen. Boah, ich kann nicht mehr, der Wind. Ja, jetzt kommt auch schon wieder so eine kleine Böe, hä? Leck mich am Arsch, Wind, leck mich am Arsch, okay? Ich will nicht mehr. Ich möchte nicht mehr. Aber da hinten kommt auch Regen wenigstens. Da freue ich mich, dass, weil ich habe keine Zeit, jetzt hier auch noch zu gießen. Ich bin durch. Das Ding ist ja auch mit diesem Scheißwind. Ah, warte mal. Ach, Kerle. Kerle ist das schwer. Oh ja, das ist auch noch kackes Uschi. Guck mal, wie sie schon wieder so psycho guckt, ey, so psycho. Was will die denn? Die hat sie nicht mehr all. Die will eingesperrt werden, glaube ich. Na, auf jeden Fall, das Beschissen an dem Wind ist auch, dass ich nachts nicht schlafen kann. Das, in meinem Zimmer ist das so laut. Also, das glaubt sie gar nicht. Das muss ich alles mitnehmen. Ich hab Hals. Willi, du hast mich angesteckt, ich hab Hals. Ich mach später 9. Das ist Bittermelon. Das ist nicht Moringa. Nee, der Saft war nicht gut, den kann man nicht gut. Der hatte sich so abgesetzt, den muss ich nachher frisch machen. Das war ja das Bittermelon. Das war jetzt 2 Tage im Kühlschrank. Das ist wahrscheinlich nicht gut. Papaya kannst du 3-4 Tage, ist wie immer.
Und Moringa habe ich noch nicht länger im Kühlschrank gehabt, ne? Schmeckt nämlich gut im Kaffee. Oh. Geht schon. Auf jeden Fall besser. Wir hatten mal so eine mit Vanille. Das fand ich eklig, ne? Das ist besser, ne? I drank my water, right? Nah, Carlos took the glass. Yeah, so but I drank before we took it, you know. That was a little bit intense. Yeah. Uschi, you're such a whore. You're such a whore, such a dirty, dirty whore. You're such a dirty, dirty, dirty whore. Ooh, you're a dirty, dirty whore. Was? Watch it for fast. Oh, mein Baby. Oh Gott. Nee, oh, yeah. Jetzt gibt's, jetzt, ne? Jetzt habe ich übertrieben. Dann wird die Lulu neidisch. Dann, wenn die Hunde kommen, wird die Uschi bitchy. Because she's a dirty, 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 dirty whore. That's why. So, Uschi. Hier ist doch die Leila. Du bist doch nicht alleine. Das war meine Schuld, weil ich zu lieb mit der Uschi geredet. Dann kommt meine Lulu und ist neidisch. Und der ja eh. Aber der hier würde eh niemals der Uschi was tun. Und die eigentlich auch nicht. Aber wenn sie gequält wird, ne? Wenn es ihr weh tut. Okay. Living room. There's nothing to do here. There's nothing outside. Nee. Ich hoffe ja, dass es richtig regnet. Es sieht aus, als würde es regnen. Und dann muss man nicht gießen, ne? So, was nehme ich mir denn jetzt mal mit? Ha? Also eine Brille. Mein Handy. Die Schlüssel auf jeden Fall, dann nehme ich mir aber auch mal so ein paar, nehme ich mir mal mit. Ich kriege ja dann immer Hunger, weißt du, wenn ich, oh, diese grünen Dinger, ich will sie auch nicht mehr sehen, ich will sie nicht mehr sehen. Pick them up from Robert, off the street out there. Ja, aber dann könnt ihr das ja auch direkt dann in den Müll machen, weil das ist nun wirklich keiner. Weißt du? Die Schrumpeligen kann man ja noch gut essen, finde ich, nur die, Nee, nehme ich jetzt halt mit. Nicht zum Putzen, ne? Macht keinen Sinn. Ah, Persimmon. Nehme ich mir noch ein paar. Nee, Schatz. Ehrlich, die braucht ihr mir gar nicht mehr anschleppen, diese verschrumpelten alten Dinger. Oder die grünen, unreifen, weil ich kann es nicht mehr ertragen. Hi. Ich hab dann den ja, ich hab dann den Druck hier in mir, ne? Hi. Wie? Warte mal, ich mach jetzt mal aus. Lenachen. Wir machen jetzt hier ein richtig krasses Ding. Wir gehen arbeiten und die Ossi bleibt hier. Geil, ne? Weil der Willi hat ja frei. Und hier sind alle schönen Kinderlein. So wunderbar. Guck mal hier deine Haare an und ein Traum. Ein Traum. Deine auch, Leila. Hier windet's schon wieder im Wohnzimmer. Tschüss, mein Schatz. Habe ich Gas? Ja. Gut. So, mein Kaffeelein. Mein Kaffeelein. So, oh Gott. Ich habe ja immer ein bisschen Schiss. Hier sind auch noch Schuhe hier draußen. Ach, Hundescheiße. Dann hat sie noch nicht sauber gemacht, die Faule. Die faule Lena der Welt. So, süßen. Jetzt muss ich mich mal eben. So. Ich dachte, es wäre schon offen. Habe ich jetzt gar nicht so gesehen. So, irgendwie, ne? Kriegen wir es immer nur hier im Auto hin. Was ist denn hier für ein Krümmel? Siehst du, der Wind erwähnt mir schon Krümmel in meinen Kaffee. So. So. Boah, das ist hier echt. So, hier Wasser, ne? Muss immer hier dran, weil diese Gummidinger. Diese, wie heißt denn das hier? Diese Gummi heute. Das Gummi vom Fenster. Ey Leute, ihr geht mir auf den Sack. Echt, ihr geht mir auf den Sack. Nee, das geht nicht. Das geht nicht, ey.
Das muss erst noch raus. Was ist denn jetzt los? Jetzt, warte mal. Das muss raus. Das ist mir too much. Ich kann mich ja gar nicht bewegen hier. Sag mal, seid ihr noch ganz knuschbar? Ganz knuschbar, knuschbar. Ist das Auto noch nicht voll genug? Nee. Wir stopfen mal noch ein paar Sachen rein. Och, Leute, ey. Ach. Denn. Ciao, Baby. Ja, wir müssen vorsichtig fahren. Ja. Gegen den Wind, ne? Also, wo ich ja auch mal denke, hier bei uns durch die Berge, ne? Der Wind wird auch durch die Berge noch richtig verrückt. So, ihr lieben Leute, nimm mal deinen Kaffee, meine süße Maus. So eine kleine süße Schnupperschneckenlena. Gelle? So, und jetzt wollte ich auch mal fragen, Lena, wie geht es dir heute? Wo gehen wir überhaupt hin? Ich dachte Marine. Marine? Ja. Bye bye, Baby, I love you. Süß, bye. Voll goldig. Sie hat einfach gesagt, sie will nicht. Finde ich auch echt süß, ne? Die weiß auch, was das bedeutet, arbeiten die, ne? Ja, sie hat so nie Auto. Nee, kein Bock. Kein Bock, finde ich süß. Naja, auf jeden Fall wollte ich wissen, wie geht's dir denn heute? Ja, weil die Lena hat nämlich gestern einen ganz wichtigen, guten Schritt getan. Ach so. Ja, wie geht's dir damit? Besser, right? Ja. Also, ihr Lieben, ich wollte euch mal einen Tipp geben, ne? Wenn ihr mit irgendjemandem im Internet Streit habt, Generve, irgendwie so, ne? Tschüss! Oder selbst sogar auch, wenn ihr den Drang habt, bei irgendeiner Person, sie schreit nach Mama, die ihr nicht leiden könnt oder so, oder irgendeine Person, die euch wütend macht oder irgendeine Person, die euch nervt, wenn ihr den Drang habt, immer wieder auf diese Seite bei Facebook oder wo auch immer, Instagram, ne, hinzugehen und dann lest ihr da, was diese Person macht und ihr regt euch innerlich nur auf und es gibt euch nur schlechte Energie, ja? Das heißt noch nicht mal, dass die Person hat damit gar nichts zu tun. Das ist ja nur in euch drinnen, ne? Das ist ja egal. Das hat ja die Person, ist ja wie sie ist. Jeder darf ja sein, wie er will. So, mein Tipp ist, wenn du merkst, du schaffst es nicht, nicht auf diese Seite jeden Tag zu gehen und zu gucken. Und wenn du merkst, du regst dich immer nur auf und dir geht's scheiße damit, ja? Oder du denkst so, boah, nee. Und, ne? Also, wenn da halt nur schlechte, ich brauch auch, schlechte Energie rauskommt für dich, dann gebe ich dir den Tipp, entfollowen und entfrienden, und das macht das dann schon echt ein bisschen leichter, ne? Dann ist es, und wenn diese Person nicht privat ist und du es wirklich nicht schaffst, also das, ich kenne das selber, musst du immer noch gucken, ich kenne das selber, dass ich es nicht schaffe, nicht, ne? So, dass man, also jetzt habe ich das schon lange nicht mehr, aber früher, so zu Facebook-Zeiten, kenne ich selber, ich habe mich aufgeregt über Leute und ich musste immer dahin gehen, immer musste ich auf diese Seite und gucken, ja, und dann, es hat mir aber eklige Gefühle gegeben und keine gute Laune, nichts Gutes. Da musste ich auch manchmal blocken, ne? Und zwar nicht, weil diese Person so böse und so schlimm ist, das ist ja ganz falsch gedacht, ne? Das hat ja gar nichts damit zu tun. Ist ja alles nur in mir drin. Wenn ich Probleme habe, ist das ja in mir mein Problem, ne? So, also ja, musste ich manchmal auch blocken. Und wenn ich dann so weit war, da ich wusste, nee, da gehe ich nicht mehr hin, da will ich gar nicht mehr gucken, ich bin over it, ne? Dann kann ich auch wieder entblocken, weil blocken ist halt schon auch, ja, es ist schon auch was Krasses, was man ja auch selber dann wieder macht, ne? Ja. Ja, und die Lena hatte halt so einen Fall, so eine Person, die so sehr provoziert. Jeden Tag werden da Sachen, solche Texte geschrieben, extra für die Lena, ne? Auf der eigenen Seite, und aber es wird nichts offen angesprochen. Es sind halt so, es ist halt dieses, ihr kennt das alle, oder? Kennen doch alle von Social Media, ne? Und da habe ich gestern gesagt, weil ich habe gemerkt, der Lena geht's nicht gut damit. Und auch, das Ding ist auch, die Lena hat das dann auch mir immer erzählt und ich reg mich dann auch auf. Wenn es um meine Kinder geht, oh mein Gott, dann ist es ja noch viel schlimmer. Dann bin ich ja noch mehr Psycho, als wenn es um mich selber geht, ne?
Ja, und dann habe ich gedacht, nee, Lena, ey, versuch's doch mal mit dem alten Trick, ne? Versuch mal, einfach löschen. Einfach keine Freunde mehr sein. Und die ist privat, dann kannst du da auch nichts mehr sehen. Fertig. Bei Insta entfollowen und fertig. Ne? Ich meine, aber, guckt sie noch deine Story? Ja, das ist halt auch das Kranke, ne? Also wenn das zum Beispiel, das ist dann der nächste Schritt, den ich dann empfehle, wenn es dich nervt, Lena, wenn du denkst so, boah, nee, ey, jetzt guck die schon wieder als erstes meine Story. Ist geil, ne? Es ist so krank. Dann kannst du ja auch noch blocken. Also, ne, wenn du merkst, dass du nicht damit klarkommst, aber eigentlich egal. Ist egal, ne? Ich meine, sie könnte ja auch auf privat und könnte dies und das und hin und her, aber das... Nein, sie ist schwer, dass sie alles sehen. Ja, und der Lena ist es ja auch egal. Darum geht es ja nicht. Es geht ja nur darum, dass diese Person immer so Dinger da loslässt, die einfach Todes provozieren. Ne? Und ich meine, klar, also die Lena ist auch nicht schlecht im Provozieren. Die macht das halt ein bisschen eleganter. Ne? Die macht das so auf so eine kleine, feine, elegante Art. Aber dann wiederum würde ich dann dieser anderen Person, wenn die sich darüber aufregt, empfehlen, entfollow doch einfach. Ne? Weil das ist so easy. Ihr lieben Leute, ihr müsst euch nicht aufregen über nichts und niemanden. Ne? Ihr könnt einfach euer Leben machen und ihr könnt das auch teilen, wenn ihr das wollt. Und ihr könnt sein, wie ihr wollt. Also das, ne? Ich hoffe, ich habe mich hier irgendwie jetzt schon wieder klar ausgedrückt, ne? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube. Boah, ey, heute ist ja ein Wetter, ihr Lieben. Was ist denn das hier? Sind wir überhaupt noch auf Hawaii? Oder sind wir doch an der Ostsee? Gut, bin mir nicht sicher. Ja. Ja, aber wie geht's dir? Geht's dir wirklich besser, ne? Oder? Ja. Ja. Ne? Also man kann immer nur sich selber helfen. Das nützt auch nichts. Man kann auch nicht, weißt du, vielleicht würden andere Leute den Tipp sagen, ja, dann sag dir doch mal die Meinung oder so. Nee, das bringt gar nichts. Das bringt nichts, denn diese Mühe kannst du dir sparen. Du musst da immer gucken. Ja, das war dein Zwang. Komisch. Ich denke, sie macht das. Ich muss doch mal gucken, was sie da gescheut. Ich habe heute Morgen auch schon gedacht. Aber ich habe heute Morgen auch schon gedacht. Und? Und dann habe ich gedacht, nee, ja, die Lena hat es ja... Negativität, die ich in mich reintanke. Ja. Und das ist genau auch das, was mir so wichtig ist. Ja? Man kann nur in sich selber bleiben. Und wenn du ein Problem hast oder wenn du dich ärgerst über jemanden oder irgendwas, das kannst du nur in dir selber lösen. Ja? Man kann nicht. Das gibt's nicht. Das, auch wenn Leute, oh, ich sage dir die Meinung. Und dass dann die andere Person das einfach so annimmt und sagt, ja, stimmt. Ne? Das gibt's nicht. Ich meine, ich habe das früher auch. Oft genug habe ich das versucht. Oft genug. Oder einfach rausgelassen, weil ich halt auch so, bin halt auch sehr impulsiv und ein bisschen komisch halt, ne? So, ich reg mich halt sehr schnell auf oder ich, ja, mir sind gewisse Dinge wichtig und dann würde ich halt gerne, dass Leute mich verstehen, aber das habe ich schon lange aufgegeben, ja. Entweder man versteht mich oder nicht, das ist gar nicht mein Problem. Ne? Das muss ich aber erstmal auch verinnerlichen, ne. So ist das. Man kann das nur alles in sich selber finden und auch lösen. Also davon bin ich überzeugt. Ne? Und Leute, die dich nicht verstehen und nicht raffen, wie du tickst, das macht dann auch keinen Sinn. Da kannst du erklären, da kannst du dir einen Wolf erklären. Ne? Da kannst du ganze Bücher schreiben. Das bringt nichts. Bringt gar nichts. It is what it is. Ja, so, dann wollte ich noch mal erzählen, ne, wir werden jetzt Netflix kündigen, weil die verdoppeln jetzt den Preis. Also seit wir hier leben, haben wir Netflix. Kann ich dein Fenster ein bisschen zumachen? Und das hat immer gekostet $7,99 im Monat. So, das war so die arme Leute-Variante, ne, weil Kabelfernsehen kostet so um die 60 im Monat und das war mir zu viel. So. Also haben wir Netflix entdeckt, ne? Und ohne Werbung finde ich total toll. So, war ich auch immer total zufrieden mit. Ich bin ja ein Mensch,
ich gucke ja die Sachen nur zum Einschlafen, ne? Ich gucke kein Fern, ich gucke mal YouTube hier und da, wo ich Bock drauf habe, aber so Fernsehen ist gar nicht so meins, also habe ich da meine Shows und die sind How I Met Your Mother, My Name is Earl, Malcolm in the Middle und Raising Hope. Diese vier Shows sind meine Einschlafshows. Und dann haben die so vor ein paar Wochen, wirklich ohne Witz, die haben alle, genau diese vier Shows haben sie runtergenommen von Netflix. Und dann kriege ich noch eine E-Mail, das ist jetzt ab nächsten Monat das Doppelte, also $14,99 kosten soll. Nö. Also werde ich das jetzt kündigen. Und dann, wir haben Hulu. Und Hulu hat ja ein bisschen Werbung. Ich finde es schon nervig, weil ich kann Werbung nicht ausstehen. Da habe ich mir jetzt überlegt, weil wir hatten ja immer Hulu für $7,99, glaube ich auf jeden Fall. Also so. Dann haben wir Netflix für $7,99. So, und dann habe ich gedacht, wenn das jetzt wegfällt, das Netflix, können wir bei Hulu ein paar Dollar drauf bezahlen. Und dann können wir ohne Werbung. Und dann bin ich doch happy, ne? Aber können dann auch alle gucken, weil dann kommt es doch dann so zu viele, sonst können immer nur zwei Menschen gucken. Nur zwei? Glaube ich. Weil dann will das ja jeder. Nee, das müssen wir nochmal gucken. Vier. Aber da können wir den Plan ja anpassen an uns. Wir bräuchten dann drei oder vier. Vielleicht ein bisschen, aber das ist auch nicht so viel, weil dann haben wir das eine halt, so wie wir es wollen. Ja, das ist ja dann ungefähr so teuer wie Hulu und Netflix. Das meine ich, weil ich bin zu leid. Ich möchte nicht für Netflix schon gar nicht das Doppelte bezahlen. Nee, wenn da gar nichts, ich gucke keine Filme und ja, für die Kinder war das jetzt schön. Da kam jetzt das Boss Baby und hier der Moana Film. Wie viel soll das dann kosten? Ja, $14,99. Nein. Ich meine, ich könnte es auch dann jeden Monat bezahlen. Also wenn. Ja, da kannst du ja mal drüber nachdenken, aber eigentlich. Ich weiß nicht, da muss ich erstmal gucken. Ich weiß ich mag Hulu auch nicht, aber Hulu hat How I Met Your Mother und Raising Hope. Wow, das guck ich nicht. Meine Einschlafshow, that's all I need. Ich könnte mir ja theoretisch auch einen DVD-Player besorgen und diese ganzen Sachen da, aber damit. Ich hasse DVD-Player, ich weiß nicht. Der Willi will doch seine. Könnte ich noch nie leiden. Stimmt. Game-Shows. Und der Willi guckt ja gerne Wrestling. Der guckt Wrestling, Kochshows und Survivor. Das liebt er. Das sind seine. Ja. Das guckt er sehr gerne. Ja, mal gucken. Ja, aber auf jeden Fall wollte ich sagen, gestern hat dann die Lena endlich mal den Grinch geguckt. Weil der war ganz lange nicht auf Netflix. Und jetzt ist er da und dann ist ihr aufgefallen, als Kind, wie oft hast du den denn als Kind geguckt? Ganz oft, ne? Und ja, jeden Tag, immer. Und ich habe ja schon immer gesagt, ich bin der Grinch. Und sie hat immer, als sie klein war, hat sie gedacht, ja, die Mama sagt, sie ist der Grinch, weil die immer so Grimassen. Ich mache ja gerne Grimassen. Ich kann den auch ein bisschen nachspielen, den Grinch. Aber gestern ist ihr dann aufgefallen, dass auch die Manieren, ne? Also ich bin wirklich der Grinch. Ne? Weil er kann ja auch Leute nicht ausstehen, er mag Menschen nicht, ne? Aber mit dem Kind hat er sich verstanden, ne? Siehst du, das passt auch zu mir. Ich mag Menschen auch nicht so gerne. Aber irgendwie auch doch. Also ich finde aber, man sollte auf jeden Fall sich Mühe geben, lieb zu sein, ne? Aber ich würde auch lieber da alleine auf dem Berg tun, so wie der Grinch. Das würde mir gar nichts ausmachen, also mit meiner Familie natürlich. Aber ohne andere Menschen. Hört sich schon wieder so abstoßend an, ne, was ich hier erzähle. Ach Leute. Wie lange war ich denn nicht im Büro? Ey, 100 Jahre, ne? Ja. Keine Tomate, eine Persimmon. Ja, jetzt haben wir. Heute waren ja zwei Wohnungen waren auf dem Plan. Kommen wir bei der ersten an, war da schon wieder gar niemand. Ne? Also das wurde gecancelt, aber wieder nicht bei uns auf dem Plan geschrieben. Zum Glück hatten wir noch die andere, die wir putzen mussten. Sonst wären wir schon wieder umsonst. Schon wieder. Es ist nicht das erste Mal und auch nicht erst das zweite Mal. Ne? Das ist echt schon jetzt ein paar Mal passiert. Weil ich hier den ganzen weiten Weg fahre. Und das sind so
Warte mal, wie viel denn? Ich glaube 28 Miles, ne, oder? Ist es? Aber ich weiß jetzt nicht, wie viele Kilometer das sind. Aber auf jeden Fall schon. Schon, ja. Ich würde mal sagen, so 35 würde ich jetzt mal so schätzen. So, 35 Kilometer umsonst fahren. Also Sprit kostet auch hier Geld, ne? Und Zeit ist Geld und überhaupt, ey. Es regt mich langsam auf. Jetzt habe ich eine E-Mail geschrieben. Ich hoffe, ich kriege da auch eine Reaktion drauf, weil so langsam habe ich keinen Bock mehr. Also ich habe mir auch gedacht, weißt du, was ich gedacht habe? Ich wollte so einen Brief verfassen und dann wollte ich das dem Franz schicken und sagen, dass ich ab jetzt, wenn ich umsonst fahre, weil die das nicht in den Kalender reinschreiben, dann 10 Dollar Spritgeld verlange. Oder? Oder 15 eher, ne? Oder 25 vielleicht? Ja, wir sind ja in Hawaii, ne? Ist ja auch meine Zeit. Die weiß ja nicht, was ich in meiner freien Zeit mache, ne? Kann ja sein, dass ich auch andere Jobs noch mache oder so, ne? Oder 15. Irgendwas zwischen 15 und 25 Dollar werde ich sagen. Und weil irgendwie so geht das ja nicht weiter. Also ich fühle mich ja wie ein Fußabtreter, ne? Da werde ich dann auch, dann kriege ich auch so ein bisschen Hals, ne? Das Wetter macht mich fertig. Weil gar nichts mit mir anzufangen. Also das ist, also ohne Scheiß, ne? Ich glaube, dass mein 50 Jahre alter Körper, der hat ja 42 Jahre lang in Deutschland gelebt. Ich glaube, der hat den Winter noch abgespeichert irgendwie. Jedes Mal, ey, fühle ich mich so scheiße und denke so, oh nee, Winter wie Kacke und so. Ganz komisch. Obwohl es ja nun wirklich nicht so schlimm ist. Also totfrieren muss man sie nicht. Und nee, noch nicht mal eine Regenzeit oder so, gar nichts. Weißt du? Wie gesagt, 2 Wochen im Jahr regnet es bei uns. Aber ich fühle mich so, wenn ich jetzt nicht zum Strand kann, dann fühle ich mich so, als könnte ich gar nichts mehr machen. Dieser Weihnachtskram und diese ganze Kacke, die dann jetzt wieder kommt, ne? Diese ganzen künstlich herbeigeführten. Ich meine, in dieser geisteskranken Gesellschaft brauchst du das so. Du wirst ja dazu erzogen. Also dein Kind muss sofort fremdbetreut, muss schön dressiert werden, damit es dann auch schön funktioniert. Dafür gibt es Kindergarten und Schule, so, dann funktionieren die schön, dann machen die ihre Ausbildung, dann machen die einen Beruf, den sie vielleicht auch gar nicht mögen oder auch doch, weiß ich nicht. Arbeiten dann jeden Tag 8 Stunden mindestens. So, alles funktioniert, klack, 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 da ist keine Zeit für Familienleben. So, wenn alle 8 Stunden arbeiten, wenn wir alle jeden Tag 8 Stunden arbeiten würden, meinst du, wir würden noch Zeit miteinander verbringen? Ich glaube nicht. Ja, aber wir hätten Geld. Ja, wir hätten dann mehr Geld, na klar. Aber das Traurige ist ja auch, dass viele Leute, die haben da nicht mal das Gefühl, sie haben viel Geld. Weil das Ding ist, je mehr Geld du hast, umso höher werden deine laufenden Kosten. Das ist, musst du mal beobachten. Das ist wirklich so. Weißt du, guck mal, wie Dings hier meinte neulich, ja, sie braucht 3.000 im Monat, um dein Cousinchen. Braucht 3.000 im Monat für Miete, für Auto abbezahlen, für Essen, so, für Leben. 3.000 im Monat. Also aber eine Person. Und das ist nicht, weil sie so gierig oder so dies oder das ist. Das ist, weil sich der Lebensstandard oder die laufenden Kosten steigen einfach. Je mehr Geld du hast, ich kann das gar nicht so genau erklären. Das ist schon, also wer auch immer sich dieses kapitalistische Sklaventreiberei, diese kapitalistische Sklaventreiberei ausgedacht hat, hat das echt gut gemacht, ne? Schon schlau gemacht. Weil viele denken ja auch, ich brauche dies, ich brauche das. Guck mal, die haben alles, die haben alles. Und trotzdem, wenn dann Black Friday ist, rasen die, die stellen sich nachts um 12 vor das Geschäft und warten, dass das aufmacht und kaufen sich nur Kacke, die sie gar nicht brauchen. Weil Hauptsache billig, ne? Ja. Hauptsache billig.
dann kauft man sich die fünfte PlayStation 3 oder 4 oder 5 oder was auch immer es gibt, ne? Dann kauft man sich halt 7 Tablets und dann kauft man dies und dann kauft man das. Weißt du? Das ist richtig krank. Also die Leute funktionieren gut. Ich sehe das so von außen. Ja, und also mir kam jetzt mal an Thanksgiving wirklich der Gedanke, so habe ich gedacht, weil dann, ich fühle mich ja auch schlecht. Ich denke so, warum liegt mir da nichts dran, ne? Bin ich denn so wirklich so ein Grinch, ne? Und dann ist mir so eingefallen, nee, wir brauchen das gar nicht. Wir haben so viel Zeit miteinander. Brauchen wir nicht. Gar nicht so widerlich, wie es von außen scheint, ne? Weil, wie gesagt, Familie bedeutet mir sehr viel, aber ich muss es halt nicht künstlich herbeiführen. Dieses Zusammenhalts gibt's nicht, ne? Dieses gemeinschaftliche Gefühl muss ich nicht künstlich erzeugen, ja? Muss ich nicht. Wir wissen, dass wir zusammengehören und wir verbringen viel Zeit miteinander. Und das ist schön, also, ja. Ist schön, ne? Ist halt ein bisschen altmodisch. Und in der neumodischen Zeit der modernen Sklaverei, ne, damit Familie überhaupt noch ein bisschen existiert, braucht es ja solche Feste, sonst geht's ja gar nicht. Ich meine, wenn die sich alle nie sehen, wie soll das denn gehen? Wie soll man denn dann noch eine Verbindung haben, ne? Da braucht man dann schon Weihnachten oder Thanksgiving, ne? Oder Geburtstag. Aber ich persönlich brauche das nicht. Wir können alleine eine Familie sein. Wir brauchen da nicht eine Führung vom Staat. Brauchen wir nicht. Danke! Auch nicht von der Religion. Von gar nichts. Wir können das alleine, ihr Lieben. Und ich glaube, ihr könntet das auch. Ich glaube, das könnte jeder Mensch, der will. Auf jeden Fall hat die Noni, ich meine, die ist auch schon wieder ein paar Tage her, ne? Vielleicht hätte ich jeden Tag Noni trinken müssen, aber habe ich ja nicht. Ich nehme ja nur, was bei mir runterfällt. Auf jeden Fall hatte der Willi vor ein paar Tagen so Hals und jetzt habe ich es nervig. Das ist doch so, oder? Jeder machen, wie er will, Mann. Ja, und da kriegt die doch ungelogen, da hat die da mit irgendwelchen anderen sich angelegt, da kriegt die immer so ein paar 30 Daumen runter. Das finde ich so gemein. Ich finde das so gemein, oder? Wie böse? Warum macht man denn das? Kann man doch nicht machen. Dann hat die so 6, 7 Daumen hoch und 35 runter, Mann. Das tut mir so leid und die macht überhaupt nichts Schlimmes. Es ist jetzt auch nicht so, dass sie irgendwie da rumpöbelt oder... Nix, das ist überhaupt nicht gerechtfertigt und ich finde das, ich finde es auch ein bisschen erschreckend, also wie streitsüchtig, was ist los bei euch? Ich meine, ich lasse mir auch nichts gefallen, das wisst ihr ja alle selber, ne? Aber ich würde auch gar nicht auf die Idee kommen. Also, weißt du, da werden so Sachen, so wie sie wohnt, da wird sie darüber aufgeregt, wie es bei der aussieht und so, ne? Aber da verstehe ich halt auch nicht, dass das verletzt sie dann auch in echt und so. Und damit gibt sie diesen Leuten auch Power, ne? Weil ihr könnt gerne bei mir sagen, weil die sieht es ja aus. Dann sage ich, ja, sieht schlimm aus bei mir. Ich habe keinen Bock mehr zu putzen. Ich habe früher immer so viel geputzt, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ist mir egal, wie es bei mir aussieht. Ne? Oder irgendwas mit Fingernägeln hier, ne? Fingernägel? Ich mag diesen Style, mir gefällt es so. Oder dass sie sich nicht schminkt, dann sagt sie, das finde ich halt auch verrückt, dann sagt sie, ja, ich schmink mich doch nicht und bla bla bla. Und dann aber ab dem Video, in jedem Video voll das Programm geschminkt, ne? Was? Ja. Ja. Das verstehe ich halt auch nicht. Ich schmink mich wirklich nicht. I don't give a fuck. Und ich lasse auch hier meine Wampe, hier dürft ihr sehen, achso, nee, geht jetzt nicht, aber ihr dürft meine Wampe sehen, ihr dürft alles sehen, alles, ist mir so egal. Ich gehe ungekämmt vor die Kamera und ja, wie gesagt, ungeschminkt.
und so weiter und so fort. Und ich finde, so soll es auch sein. Also ich würde mir wünschen, dass diese Frau, die dann sagt, ich schmink mich doch nicht, auch wirklich sich nicht schminkt und es einfach durchzieht. Und dann, ich zeig dir die nachher, dann machst du einfach so, ey, sagst du, das ist, weißt du, wenn jemand sich aufregt, oh, du machst dies und das und hin und her, dann hat doch diese Person ein Problem mit dir. Dann lass doch diese Person das Problem behalten. Warum willst du das dann nehmen und für dich in Anspruch nehmen? Das verstehe ich nicht, ne? Aber ich bin halt geschockt, das sind so Weiber, die sind so in meinem Alter, vielleicht ein bisschen jünger, glaube ich, ein bisschen jünger, sind das so in meinem Alter und bekriegen sich da aufs Übelste, ne? Das sind so richtige Communities. Aber ich denke, das wird auch durch Facebook noch gefördert, sowas, ne? Weil auf Facebook, da geht die Hetze richtig ab, ne? Glaube ich, oder? Ist ja jetzt auch, da sind jetzt diese ganzen Hausfrauen und so, ne? Die sind jetzt alle da bei Facebook und dann beschimpfen die sich hier, du bist doch Hartz IV, oh, du bist aber hässlich, du bist aber fett. Geht's noch? Was ist los bei euch, Mann? Wir wollen doch alle in Frieden miteinander leben, oder? Da muss die Oma mal hier ein Machtwort reden, muss ich mal schimpfen. Seid nett zueinander, gefälligst. Das ist nicht schön, weil das ist schlechte Energie und damit macht ihr, ihr versaut euch euren eigenen Energy Flow, indem ihr euch da, ne? Also nicht falsch verstehen, ich bin auch eine richtige Bitch und ich kann auch schwer irgendwelche Sachen so aushalten und die Fresse dabei halten, ne? Kann ich ganz, ganz schwer und ich reg mich auch auf über Dinge und so und ich lass das auch raus, ne? Aber im Herzen sollte man immer lieb sein und man kann doch nicht auf jemanden rumhacken. Weißt du, da ist da so eine Person und dann nimmt die ihren Mut zusammen und macht, schläfst du ein, ne? Ich schläg ein bei meinem Glauber. Nimmt ihren Mut zusammen für, um jetzt da bei YouTube Videos hochzuladen und ich meine, sind wir mal alle ehrlich, ne? Ihr lieben Leute, warum laden wir denn Videos hoch bei YouTube? Also natürlich kann ich nur von mir sprechen, ne? In erster Linie natürlich fing das damit an, dass ich einfach Erinnerungen für uns privat behalten wollte. Und dann habe ich aber gemerkt, wie gut mir das tut für mein Inneres. Und das, ich denke, dass es vielen Frauen so geht, ne? Dass sie einfach auch und genau wegen solchen, die immer, oh, du bist fett, oh, dies, oh, das, oh, wer tut denn dieses und so, ne, das kennen wir ja alle, das kennen wir ja alle, dieses verurteilt werden, ja. So, und ich hatte auch, muss ich ehrlich zugeben, also ich hatte vor, so, wir wandern aus, habe ich gedacht, okay, dann muss ich ja mal, nee, muss ich nicht, aber dann kann ich ja immer mal was filmen, hochladen, so als Erinnerung und für die Leute, die halt noch in der Heimat sind, ne, so, so habe ich mir das gedacht. Aber wenn ich Videos, dann habe ich einfach gefilmt und ich, wie ich halt bin, ne, so ganz unprofessionell und einfach wie ich bin, weil mich so groß verstellen und so das und schminken und dann hinter so einen perfekten Hintergrund setzen und so, da, ach, das ist nicht meins. Ich meine, ich setz mich auch bei uns zu Hause hin und laber einfach 3 Stunden lang drauf los, mache ich ja auch, ne? Also wie gesagt, jeder wie er will. Aber naja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwie so immer gedacht, so, oh, ich sehe so scheiße aus, weil ich habe ja keine Ahnung, wie ich die Kamera und so. Ich fand mich dann immer so hässlich. Ich meine, das kennt doch auch jeder, ne, das kennt man ja, dieses Gefühl, dass man sich einfach so hässlich fühlt, ne? So, wenn man sich auf Bildern sieht, ne? So. Da habe ich manchmal nachts noch im Bett gedacht, nee, morgen muss ich sofort diesen Video, nein, wie konnte ich denn das hochladen? Nein, warum habe ich das denn hochgeladen und so, ne? So habe ich dann gedacht. Und habe mich geschämt und kam mir scheiße vor und so, ne? So. Und das wird dann ja immer weniger. Der Mensch ist ja ein Gewöhnungstier, ne, ein Gewohnheitstier. Und es ist ja einfach so, wenn du das immer wieder machst, gewöhnst du dich einfach dran. Du gewöhnst dich da an deine eigene Stimme. Du gewöhnst dich daran, dich selber so zu sehen, wie du halt bist, ne? So wie andere Menschen dich sehen. Da gewöhnst du dich dran, weil das ist ja nicht... Normalerweise sieht man sich ja so nicht. Normalerweise siehst du dich, wenn du mal so in den Spiegel guckst, gell? Oder
das war's, ja. Ne? Und wenn du jetzt gefilmt, dann siehst du mehr so das, was dein Gegenüber sieht. Ne? Und das ist ja schon nicht so leicht auszuhalten, ne? Sich selber. Und bla 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 bla, viel bla bla bla. Was ich damit sagen will, ist, wenn da jetzt so eine Frau ist, so, sie sieht aus wie eine normale Durchschnittsfrau, sie hat vielleicht ein paar Kilo zu viel auf den Rippen. Sie macht halt so Videos, die vielleicht jetzt, weiß ich nicht, weiß ich jetzt auch nicht. Irgendjemand wird es schon gefallen, aber egal, also sie muss auch gar nicht. Oder wenn sie es einfach nur für sich macht, ja, dann macht ihr das, dann wird die so niedergemacht. Das finde ich so übel. Und da frage ich mich auch, die Leute, die das dann machen, die das wirklich machen, fühlen die sich denn nicht richtig schäbig? Hä? Man muss sich doch so schäbig fühlen, wenn man einfach auf jemanden, der so den Mut aufbringt, hier so einen Kanal zu eröffnen und einfach so sich dem hingibt und das einfach macht, da dann so reinzutreten, finde ich irgendwie nicht lieb. Finde ich nicht lieb, ne? Also wie gesagt, ich war ja auch früher ein richtiger Assi und ich habe Leute ausgelacht, ich hab gelästert, bis die Schwarte kracht, ja, es war echt böse, aber ihr lieben Leute, wir werden doch alle ein wenig älter und auch weiser, sollte man meinen, nicht wahr? Wir können doch nicht so bleiben, wie wir waren mit damals in der Pubertät, nicht wahr? Weil, wenn wir mal ehrlich sind, ne? So, haha, guck mal, wie die aussieht und wie kann die denn und so, das ist in meinen Augen pubertäres Verhalten, ja, weil, what is low, soll ich hier zu nehmen? Nee, das ist zu weit hoch, gell? Meinst du, das wäre einfacher? Nee. Ja, also, ne, weil, wenn du in dir selber ruhst und wenn du selbstbewusst bist und wenn du mit dir selbst im Reinen bist, dann hast du das ja gar nicht nötig, mit dem Finger auf welche zu zeigen, die du vielleicht jetzt zu fett, zu hässlich, zu dies oder zu das findest. Dann denkst du einfach so, ja, okay, jeder wie er will, ne? So, oder? So ein bisschen Gelassenheit fehlt mir da. Ja, ihr Lieben. Aber ich wollte jetzt ja eigentlich auch keine Predigt halten. Mir ist das halt nur so ein bisschen, ich habe halt so gedacht, nee, das ist nicht lieb, Mensch. Das ist nicht lieb. Ich finde das nicht okay. Also ich finde das ja auch witzig. Also gebe ich offen zu. Ich bin ja auch sensationsgeil und ich gucke mir das gerne an, wenn die sich da Videos schicken und der eine meckert über den anderen und dies und das und so, ne? Also, oh, ich muss mal Klima anmachen, mir ist heiß. Das ist ja kein Ding, das gucke ich mir auch an und bin dann kurz so, oh my God, oh, was geht denn hier und so, ne? Und finde es auch witzig. Also, ich nehme es nicht so ernst, aber ich habe den Verdacht, dass diese eine Person, die da mit den 100.000 Daumen runter, dass sie das schon irgendwie, dass ihr das nahe geht und dass sie das verletzt und das finde ich nicht schön. Bei Menschen verletzen finde ich nicht gut. Späßchen machen finde ich cool, aber jetzt so wirklich verletzen, nee. Und dann, ja, weil ich glaube ja auch daran, dass immer alles wieder so, alles so ein Kreislauf ist und dann denke ich halt auch, ist ja auch nicht gut, wenn man sowas hinausgibt, weil dann bekommt man das auch wieder hinein und so weiter und so fort, ne? Sich dann die ganze Zeit irgendwas, oh, du bist so, du bist so, du bist dies, du bist das, ja, jeder ist, wie er ist und ist doch voll gut so. Jeder ist doch genau richtig so, wie er ist, Mensch, ihr Lieben. Das wollte ich halt mal gesagt haben, ne? Weil wir wollen doch alle Frieden auf der Erde, ne? Wir wünschen uns doch Weltfrieden, ne? Oder nicht? Glaube ich. Lena ist voll, wabbelt schon so hin und her. Ja, also für den Weltfrieden, ihr lieben Leute, hier in the hot drin, hey, Motherfucker, lass mich raus, für den Weltfrieden, lass mich doch raus, ja, dann halt ich. So, jetzt aber, ja, ne, also, wie gesagt, ich habe auch eine große Fresse und ich reagiere auch oft über und ich bin auch oft unsachlich und ich bin auch ein doofes Arschloch manchmal, aber, wir sind ja auch
nicht perfekt, ne? Keiner von uns perfekt. Ich erwarte es auch von keinem Menschen. Aber ich fände es schön, wenn wir doch lieber alle zusammenhalten würden, ne? Und uns gegenseitig unterstützen. Und wenn da halt so manche Sachen sind, die man nicht unterstützen mag oder die man auch nicht, wo man denkt, nein, da möchte ich mich von distanzieren, da möchte ich nicht in einen Topf geworfen werden, kann man das ja auch sagen, sachlich, aber sachlich bleiben. Ich finde halt so persönlich so dieses fett, hässlich, dies, das, ja, Schönheit ist relativ, ne? Das sieht auch jeder anders. Also jeder hat ein anderes Bild im Kopf von schön. Und Schönheit ist eh ein Stück Scheiße. Was hast du denn davon? Was denn? Ist das so? Was hast du denn davon? Kannst du ja auch nichts von kaufen. Schönheit, ja was dann? Ja du, wenn jetzt endlich mal, wenn es endlich mal seine Schönheit benutzt hätte, gell? Dann könnte man uns alle was dafür kaufen. Das wäre natürlich auch eine gute Idee. Also da sind wir jetzt auch schon dabei, ne? Wir planen. Nee, aber ohne Witz, ne? Ist halt, ja, wie gesagt, ein bisschen Pubertät, ein bisschen spät Pubertät, ein bisschen sehr, sehr, sehr spät Pubertät. Oh, ja. Nee, aber ich mag euch alle, ne? Ich finde euch alle cool. Ich gucke gerne solche Sachen. Ich gucke halt gerne so untypische Sachen, ne? Das gefällt mir. Die Lena lacht mich immer aus. Sie denkt, sag mal, Mama, was guckst du dir hier schon wieder an? Weil ich finde die verrücktesten Sachen bei YouTube. Und mir macht das halt Freude, ne? Also wollte ich nur mal sagen, ich finde euch alle geil. Bleibt doch alle, wie ihr seid, Mensch. Aber lasst die Liebe ins Herz hinein. Und auch ganz viel wieder raus. Rein, raus, rein, raus. Ja, ja, jetzt wird es auch noch versaut, ne? Tschüss, jetzt reicht's. Tschüss. Hier springen mir einfach die kleinen Deckelchen ab dahinter. Ja, die Leder. Aber riechst du es, Leder? Ich riech da was. Ich muss gleich erstmal hier den Motor, muss hier erstmal alles checken. Ich rieche komische Geräusche. Ich rieche komische Geräusche, ihr Lieben. Gerüche, Gerüchlein rieche ich. Auf jeden Fall wurde der jetzt zum ersten Mal in 8 Jahren, also er konnte sich immer darum drücken, ja, um diese ekelhafte Grippeimpfung, ja. Und dieses Mal, da hatten sie da irgendeinen neuen Sergeant, das ist ja so ein Army-Ding da, ne, und die war ganz streng und hat gesagt, nee, geh jetzt hoch und so weiter, ne, er muss jetzt diese scheiß Grippeimpfung machen und ihm geht's so scheiße, er ist seitdem nur krank, gell. Weil der Willi ist ein Typ, der ist nie krank. Der ist noch nicht mal einmal im Jahr krank. Der ist nie krank. Der ist alle 3 oder 4 Jahre hat der mal irgendwas, oder? Ja, wollte ich das mal machen, dass wir dieser Religion da beitreten. Das muss man ja nicht beweisen oder so. Ja, weiß ich nicht. Der Nils weiß das genauer. Dann holt man sich so ein Formular, dann füllt man das aus und dann muss man nicht mehr impfen. Ne? Weil man ja so religiös ist. Das ist halt das Geile an Amerika, ne? Diese Freiheit. Das wird dann auch ernst genommen. Nein, du bist religiös. Du bist ein religiöser Spinner, also ist gleich, mein Schatz. Ich fahre hier so eine Runde. Ich fahre hier einfach nur eine Runde. Ich habe gar keinen Bock. Das Krasse, ne? Da steht jetzt auch gerade schon wieder. Das ist so ein Schild und dann steht da, holen Sie sich Ihre Grippeimpfung umsonst. For free. Das ist so verrückt, ne? Die Leute. Die impfen sich um den Verstand. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Naja. Jeder wie er will, jeder wie er will, jeder wie er will. Hey, Ice Cube, bist du's? Nee. Naja, auf jeden Fall. Der Willi arbeitet im Krankenhaus. Das ist ja. Boah, nee, da ist eh. Ey, da wird mir. Ich bin ja ganz. Krankenhäuser kann ich gar nicht drauf. Wenn ich da nur reingehe, wird mir schon so schwindelig und oh, da muss ich die ganze Zeit hier diese Desinfektion überall. Ich kann nicht. Can't deal mit Hospitals, not at all. Ich fühle mich gar nicht gut, ey. Ich fühle mich gar nicht gut. Ich muss mir jetzt sofort einen Tee, weil ich muss ja auch noch 2-mal arbeiten und zwar richtig anstrengend. Das heute war ja nicht so anstrengend und ich merke es aber, ne? Kennt ihr das? Wenn man eh schon so ein bisschen kränkelt und dann arbeitet man und dann geht es dann direkt so ein bisschen kacke, ne? Also ich bin aber auch sehr, 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 sehr weinerlich, ne? Muss ich zugeben.
ich verabscheue es, krank zu sein, und ich bin dann auch richtig jämmerlich und Ich erzählt, dass die Ossi diese Maul- und Klauenseuche hatte. Also diese Hand, Mund, Fuß, irgendwie Krankheit, ne? Und zwar hatte sie hier überall so Pünktchen, und dann bei den Füßen hat sich richtig so die Haut, also nicht, dass das jetzt roh da drunter war, so ganz komisch, so die Haut so geschält. Sie hatte so 2-3 Tage, konnte sie nicht gut essen, weil ihr tat das sehr weh im Mund, ne? Da hat sie viel geweint. Und dann, also ich habe dann gelesen, dass das von alleine wieder ausheilt. Ne? Man kann da eh nichts gegen tun. Deswegen haben wir dann natürlich auch nichts dagegen getan. Ne? Wir haben einfach ein bisschen Penaten so auf die Dingerchen gemacht. Ne? Lena hat extra viel gestillt. Ja, das ist ja die beste Medizin. Muttermilch, Leute. Kann ich nur empfehlen. Ich sollte mir mal direkt von der Lena so ein kleines Schattgläschen, das mache ich frage die mal, aber die ist immer so geizig, weißt du, mit ihrer Muttermilch. Das mache ich, mache jetzt den Versuch, ey. Die soll mir mal so ein kleines Schattgläschen füllen, dann trinke ich das und gucke, ob ich dann, ob das mir gut tut, weil ich glaube schon. Also bei Kindern ist ja das Beste, was es gibt, ne? Die Lisa hat auch, wenn die Kinder krank waren, und als sie den Anu hat sie ja, ich glaube, 3,5 Jahre, glaube ich, gestillt. Also bis der wirklich von selber aufgehört hat, so, also da, naja, von selber ist übertrieben, aber schon so, man hat gemerkt, jetzt ist die Zeit einfach, jetzt ist es gut, ne? Und da hat sie immer, wenn die Kinder krank waren, hat jeder so ein bisschen Muttermilch bekommen. Das ist Medizin. Auch bei neugeborenen Babys, ne, wenn die schnupfen, Muttermilch in die Nase, die Augen verklebt, Muttermilch so drauf spritzen, ja, und gut ist, ey. Für die Haut, für alles. Für alles hilft das. Also für alles ist das gut. Und das ist eine ganz tolle Sache. Mhm. Der Mensch ist nämlich ein Wunderwerk der Natur. Du darfst zumachen, Schatzi, ich wollte direkt losfahren, meine Süße. Ich wollte jetzt hier nicht mehr. McDouble. Guck, jetzt seht ihr auch mal, ihr seht ja immer nur, wie ich Früchte This is the real deal. Ja, nee, also ich, kannst du auch bestätigen, Lena, wie oft in deinem Leben habe ich schon McDonald's gekauft? Wie oft kannst du dich erinnern? Twice. Zweimal in 20 Jahren, also ich kaufe es nie. Ich würde auch, wenn ich jetzt alleine wäre, das gar nicht kaufen und gar nichts. Aber wenn man das mir hier so, das ist es halt, gell? Ich fress alles. Alles, was du mir hinlegst, esse ich. Alles. Ich hab so einen Hunger. Ja. McDonald's, Pink Slime, Chicken Tot. Oh, ja. Lecker, Alter. Die sich davon ernähren, und da gibt es nicht zu wenige von. Gerade hier, ihr lieben Leute. Das gibt's hier wirklich, ne? Junge, ich bin dran. Geh weg. Gibt's ja hier wirklich, die sich davon ernähren? Die sehen dann schon auch kacke aus, ne? Ist schon so, aber so ab und zu so eine kleine Gönnung für die Balance. Aber jetzt habe ich halt so einen Hunger, da ist nicht mehr aufgeregt. Also Essen ist ja schon fast wie eine Religion. Mein Thema, nee, ich will jetzt nicht Wasser. Ich gehe jetzt heim, dann trinke ich Wasser daheim. Ist egal. Ich hab Wipes geholt. Ich brauche hier nur was, das ist den Hals runter. Ich hab Wipes geholt. Wipes sind auch so schlimm. Okay? Ja, aber schlimm. Viel schlimm. Hast du 3 Päckchen? Ja. Ja. Why Wipes? Why Wipes? Aber guck mal. Sind auch nicht gut. Wipes und die Pampers jetzt zu dem Preis wie eine Pampers-Packung. Ja, nee, finde ich auch besser. Auf jeden Fall. Finde ich auch besser. Oh, hier ist rot und grün oder was? Was ist denn los hier? Was mache ich denn jetzt? Angst. Nein. Oh Gott, ja, sorry, ihr Lieben. Wow. Ich muss ja mich verpissen, aber die meinen mich gar nicht. Nee. Ich muss ja hier weg. Ich
Der Bradman Rock wohnt hier in Kapolei. Dann ever. Nee. He used to live in ever. Er hat ein eigenes Haus. Hier. In Kapolei. And we never see him. Wir müssen das mal, wir müssen den mal stalken. He got a Jeep, I know that. Echt ein Jeep? Welche Farbe? Rot. Nee, so viel schon, ne? Die Farbe oder richtig rot? Richtig rot. Der ist auch immer beim Post, ne? Wir müssen den unbedingt mal sehen, ne? Kennt ihr Bradman Rock? Hier in Kapolei wohnt, ey, dieses Schwein, wenn man ihn noch nie gesehen hat. Ich liebe ihn. Ich hab ihn auf Snapchat und auf YouTube.